Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution 2. Und heute bauen wir auf der eingeschneiten Karte Sierra Nevada und dort bauen wir einen Park mit gefiederten Dinosauriern. Und dieser Park soll heißen Jurassic Antarctica. Und ich baue hier gerade schon den Eingangsbereich. Den mache ich diesmal mit den DFW-Gebäuden. Die sehen echt schön aus, weil dort überall auch Schnee auf dem Dach ist. Genauso wie auf den Wegen. Die Wege sind auch schön verschneit. Das ist halt der Vorteil von der Sierra Nevada-Karte, dass dort durchgehend Schnee liegt. Das einzige Problem an der Karte ist tatsächlich, dass die sehr, sehr dunkel ist und immer so ein bisschen trüb ist vom Wetter. Aber das habe ich ein bisschen ausgetrickst mit einer Mod, denn man kann mittlerweile auch das Wetter mit Mods regeln. Und damit habe ich dann dafür gesorgt, dass wir wunderschönen Sonnenschein haben und eine verschneite Landschaft. Weil ich hätte keine Lust gehabt, die ganze Zeit auf so einer dunklen Map zu bauen. Ich baue hier übrigens gerade die Pfeiler für eine Brücke und jetzt das Fundament für eine Brücke. Ich habe hier wieder super viele Mods auch verwendet in dem Park. Die werde ich einfach für euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr euch die Modliste angucken. Die meisten Mods funktionieren tatsächlich auch noch seit dem Update, was sehr, sehr praktisch ist. Dadurch solltet ihr eigentlich auch mein letztes Parkbauprojekt ohne Probleme öffnen können. Also das Savegame davon. Hier wird es natürlich am Ende auch wieder ein Savegame geben, keine Sorge. Das wird jetzt hier das Geländer. Da wird jetzt einmal geguckt, ob es lang genug ist. Dann wird es abgesenkt. Und dann kommen dort noch Lampen dran. Soll ja auch bei Nacht beleuchtet sein. Dann die andere Seite natürlich genauso. Und dann kommen die beiden Geländer an die Brücke. Und dann nimmt das Ganze auch so langsam Form an. Die Brücke können die Besucher natürlich nicht wirklich benutzen, das ist einfach rein optisch. Aber ich wollte halt so ein bisschen einen alternativen Eingang wieder haben, so wie beim letzten Park auch. Ich habe mich dann jetzt hier doch nochmal gegen die Säulen entschieden. Und habe den nochmal ausgetauscht. Da habe ich jetzt diese Jurassic Park Fackeln genommen von der Lagune. Habe ich dann gedreht. Und dann ineinander platziert, damit man die Fackeln nicht mehr sieht. Das fand ich ein bisschen schöner. Das Rot hat mich da irgendwie so ein bisschen gestört. Ich weiß nicht warum. Das mit dem Gruppieren von Objekten ist super praktisch. Dadurch kann man halt dann auch viel leichter so Sachen ändern und austauschen. Und hier hinten habe ich dann so einen kleinen Berg gebaut. Und da sollen dann die Besucher sozusagen rauskommen. Das Ganze habe ich dann wieder mit so einem Einschienenbahntunnel gemacht. Der eignet sich dafür immer eigentlich am besten, finde ich. Und dann dort einfach wieder den Weg rausführen lassen. Dann sieht es halt so aus, als wenn die Besucher dort rauskommen. Dieses breitere Stück an der Brücke da mit dem Weg, das ändere ich später noch. Aber jetzt geht es erstmal an den Eingangsbereich wieder. Den habe ich mit den Jurassic Kingdom Items gebaut. Da habe ich halt zwei so Tore genommen. Da steht dann auch Jurassic Park, glaube ich, drauf. Oder Jurassic World. Ich glaube, Jurassic World steht da drauf. Sehen wir bestimmt gleich mal. Ja, Jurassic World. Also passt ganz gut. Das Ganze habe ich dann mit weiteren Toren auch noch etwas verbreitert. Und hinten dann noch ein anderes Tor rausgeführt. Dort war aber kein Schriftzug drauf. Und dann musste oben natürlich auch noch in die Decke hin. Da habe ich mir solche Holzeingangstore da geschnappt von irgendeiner anderen Mod. Die übereinander gestapelt. Gruppiert und gedreht. Und sobald man die dreht, sind die auch eingeschneit. Das ist echt cool. So, und jetzt war schon mal die Mitte überdeckt. Aber jetzt mussten wir natürlich das Ganze auch noch befestigen an unseren Gebäuden, die wir ja schon platziert hatten. Das habe ich auch wieder mit diesen Toren gemacht. Wollte halt die gleiche Farbe haben. Und das Schöne ist, die haben sogar so eine coole Lampe da in der Mitte. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also ich habe jetzt direkt an der Wand, die ich da gerade platziert habe, Beleuchtung. Jetzt wird das Ganze gruppiert, gedreht und an die richtige Stelle gebracht. Ich glaube, jetzt kann man so langsam sehen, in welche Richtung das hier gehen soll.
Auf die andere Seite kommt jetzt auch nochmal diese Mauer. Jetzt könnt ihr die Lampen nochmal gut sehen. Und das Gebäude kommt dann im gleichen Abstand dort auch wieder ran. Und dann können die Besucher links und rechts durch das Tor in den Park gelangen. Jetzt habe ich hier die Wegfläche nochmal ein bisschen vergrößert. Das Ganze ausgefüllt. Und dann nochmal von der Form ein bisschen angepasst. Ach, hier habe ich jetzt auch das breitere Stück an der Brücke auch entfernt. Und wenn man dann in den Park kommt, hat man erstmal so einen runden Plaza. Und von diesem runden Plaza gehen dann nochmal weitere Wege ab. Einmal hier nach rechts. Und dann einmal nach oben links. Jetzt das Ganze ausfüllen. Und dann haben wir schon mal die grobe Planung für den Eingangsbereich fertig. Hier kommt dann noch ein Besucherladen hin. Eine Toilette. Und erstmal einen Aussichtsturm, den tauschen wir später aber noch aus. Jetzt springe ich aber wieder zurück im Eingangsbereich. Dort fehlt natürlich auch noch die Decke. Diese Deckenteile, die ich gerade einbaue, die sind eigentlich schwarz. Aber es ist ganz cool, durch den Schnee sind die dann halt schön weiß. Und ich finde halt, dass die eine sehr coole, nennt man das, Oberfläche haben. Also sind halt nicht so glatt, dadurch sieht das ganz cool aus. Und da hier immer der Schnee liegt auf der Karte, also dauerhaft, wird man die richtige Farbe auch nie zu Gesicht bekommen. Jetzt kommen hier außen an die Fassade, an die Fassade von dem Eingangsbereich kommen jetzt noch ein paar Lampen. Soll ja auch bei Nacht gut beleuchtet sein. Und dann kommt vor den Eingangsbereich auch noch ein bisschen Deko. Da habe ich dann diese großen Blumentöpfe, ganz viele platziert erstmal. Dann die Rotation gespeichert, alle anderen Blumentöpfe markiert und einmal die Rotation eingefügt. Und jetzt kann ich die einfach an die richtige Stelle ziehen und alle sind in der richtigen Ausrichtung. Das ist super praktisch, dass man das mittlerweile mit dem Move-Tool machen kann. Und auch das Gruppieren. Also es ist alles so viel einfacher geworden durch die Mods, weil die Mods einfach sehr, sehr gut sind mittlerweile. Hier habe ich nochmal eine Toilette gemacht für die Gäste, die es nicht mehr in den Park schaffen, weil sie so dringend aufs Klo müssen. Und damit das Ganze auch noch ein bisschen variiert, habe ich hier die Blumenkästen nochmal ein bisschen weiter reingeführt, in bestimmten Abständen. Man kann die auch so ein bisschen ineinander platzieren, dann sieht das halt nicht so aus, als wenn das einzelne Blumenkästen sind, das habe ich ja schon die ganze Zeit quasi gemacht. Sieht halt jetzt aus wie so ein größeres Beet. Und dort habe ich dann die Form so ein bisschen angepasst von dem Beet. Und in diese Lücken zwischen den Beeten kommen Sitzmöglichkeiten für die Besucher. Dann kommen auch noch ein paar Blumenbeete vor den Eingang, damit es dort auch ein bisschen grüner ist. Und in diese größeren Stellen kommen dann auch noch ein paar Bäume, die ich gleich noch absenke. Die sehen dann nochmal aus wie ein paar größere Pflanzen. Und auf der anderen Seite habe ich dann einen Zaun eingebaut. Der ist auch von der Mod. Da konnte man halt dann so einen kleinen Zaun mitbauen. Den habe ich dann auch hier vorne bei der Toilette nochmal eingebaut.
Und dann auch hier nochmal Sitzmöglichkeiten auf dieser Seite. Jetzt noch ein paar Laternen auf den Weg. Und dann war soweit der Bereich, oh, hier bei den Beeten habe ich auch noch Laternen gemacht, aber dann war soweit der Bereich vor dem Parkeingang fertig. Jetzt springen wir in den Park, nämlich zur Planung vom ersten Gehege. Da führe ich jetzt den Weg weiter. Da kommt nochmal so eine kleine Kreuzung, so eine Dreierkreuzung nach links und rechts. Und jetzt kann man, glaube ich, schon erkennen, wo das erste Gehege hinkommt. Ist jetzt nicht das größte Gehege, aber da werden auch nicht die größten Dinosaurier reinkommen. Und das Ganze ist wieder mit Höhenunterschieden. Ist halt ein bisschen abgesenkt dort. Und innerhalb von dem Gehege werde ich auch nochmal Höhenunterschiede machen. Sieht man ja, glaube ich, jetzt schon ganz gut, wie viele verschiedene Ebenen da sind. Oh, jetzt wird der Turm nämlich ausgetauscht. Ich habe mich jetzt nämlich für die neue Domkuppel da entschieden, diese Beobachtungsgalerie. Und dann springe ich wieder an eine ganz andere Stelle. So kennt man mich ja. Nämlich ist das jetzt hier der Eingangsplaza. Dort habe ich in die Mitte den Weg einmal entfernt und so ein kleines Beet nochmal gemacht, wo ein Baum hinkommt und ganz viele Büsche. Auch wieder in den verschiedensten Farben. Grün, gelb. Und da kommt gleich noch eine dritte Farbe dazu. Aber erstmal noch ein paar Felsen. Und jetzt kommt die dritte Farbe, nämlich Rot. Und jetzt geht's wieder zu dem Weg. Den erweitere ich jetzt nochmal ein Stück. Und dann springen wir wieder in das Gehege. Hier auf dieser Seite wollte ich nämlich so einen kleinen Berg haben. Den habe ich mit vielen Felsen ausgeschmückt. Das Schöne ist, bei der Schneekarte kann man auch mit Felsen ordentlich übertreiben. Weil die Felsen, die verbinden sich sehr, sehr gut mit dem Terrain darunter, weil halt der Schnee da drauf liegt. Sehe ich immer ziemlich cool aus. Es war dann auf dieser Seite sozusagen die natürliche Barriere für die Dinosaurier innerhalb des Geheges. Finde ich immer ganz schön, wenn man mit möglichst wenig Zäunen arbeitet. Und in dem Bereich zwischen Gehege und Eingangsbereich habe ich dann schon mal so ein paar Bäume und ein bisschen Wald platziert. Ich habe wieder versucht, so viel wie möglich mit dem Pinseltool da zu machen. Aber die meisten Bäume am Rand und sowas habe ich dann manuell per Hand platziert. Finde ich mal ein bisschen schöner. Ich wollte halt auch, dass das relativ blickdicht dort ist, damit man halt noch nicht in den Park gucken kann. Und hier habe ich dann sogar nochmal die T-Rex Kingdom Tribünen missbraucht, sage ich mal. Die habe ich nicht so ein bisschen gedreht und dann hier an die Wand platziert. Das fand ich irgendwie auch ganz schön, weil die halt auch so schön eingeschneit waren. Ich hätte dort auch einfach nur Felsen machen können, aber ich wollte halt ein bisschen variieren. Jetzt kommen trotzdem noch Felsen oben drauf. Ja, ihr seht ja, ich bin hier wirklich im Übertreiben mit Felsen. Aber ich finde halt, dass es einfach gut passt in der Schneelandschaft. Und in dem Gehege kam auch nochmal viel mehr Felsen dazu. Und dann auch die ersten Bäume hier auf dem Berg. Und dann auch noch ein paar Bänke, die jetzt nicht so gemütlich aussehen, muss ich sagen. Die sind halt sehr eingeschneit von der Sitzfläche. Ich glaube, da möchte man sich nicht draufsetzen. Und Laternen dürfen natürlich auch nicht fehlen.
Dann hatten wir ja noch diese Dreierkreuzung da. Da kam nämlich auch nochmal was hin. In die Mitte. Das, was komisch aussah, habe ich dann mit Felsen versteckt. Und dann auch noch mal ein paar Büsche an die Seite, damit es nicht so seltsam dort aussieht. Und ich hatte natürlich auch einen Plan, was auf diese Plattform sollte, nämlich der Dinosaurier, der in das erste Gehege kommt. Der Oviraptor. Da habe ich so drei Statuen hin platziert. Und dann kam auch schon das Wasser ins Gehege. Das muss man ja immer relativ früh planen, weil man halt damit das Terrain verändert. Und jetzt wieder ganz viele Felsen. Und dann auch noch ein paar vertrocknete, umgefallene Bäume. Unter den schrägen Baum, der umgefallen war, habe ich dann auch noch meinen Felsen platziert, damit es realistisch aussieht. Und dann die ganzen Sachen da, mache ich gleich mal die Felsen nochmal näher ran. Und jetzt die ganzen Objekte gruppiert und an die richtige Stelle platziert. Dann noch mehr Felsen. Ein Fieder, damit die Dinosaurier dort auch gut zu beobachten sind, von allen Perspektiven. Und jetzt kamen noch ein paar Bäume. Da habe ich auch wieder nur die kleineren Bäume platziert, damit die Sicht nicht verdeckt ist. Und auch noch wieder ein paar rote Bäume, die ich in den Boden versenke. Fand ich immer ganz schön. Dadurch war es halt alles nicht so weiß. Dann war da ein bisschen Farbe drin. Am unteren Teil des Geheges habe ich dann nochmal einen anderen Zaun verwendet. Der war aber auch nicht so hoch, also man konnte auch dort rüber gucken als Besucher. Die waren ein bisschen komisch am Rand, die Zäune, deswegen habe ich das immer überdeckt. Mit Laternen hier zum Beispiel. Und bei dem Übergang zwischen den beiden Zäunen habe ich Felsen hin platziert. Und dort sollte ein Schild hinkommen. Nur eine kleine Werbetafel für irgendwas, was irgendwann eröffnet wird in dem Park. An dem Rand habe ich übrigens überall Felsen reinplatziert, das habe ich teilweise dann noch rausgeschnitten. Aber das waren halt wieder wirklich viele Objekte und das Video ist jetzt schon halt relativ lang. Dann kamen unten wieder einige Bäume hin. Man kann ja mittlerweile auch die Bäume aus den anderen Biomen verwenden. Habe ich ja teilweise schon gemacht. Aber jetzt in diesem Gehege habe ich die Standardbäume für die Tiger benutzt. Bis auf die roten Dinger. Die sind halt aus dem gemäßigten Biom hier aus Pennsylvania. Die habe ich dann halt immer so ein bisschen als Büsche verwendet. Aber ich glaube, man kann jetzt schon ganz gut sehen, das Gehege hat auch sozusagen zwei Ebenen. Einmal die obere, da ist dann auch das Ganze mit so einer Felswand abgegrenzt. Und dann kann man halt einmal rumgehen und dann auf die untere Ebene oder zur unteren Ebene laufen. Hier kommen wieder die roten Büsche. Und wieder ganz viele Felsen. Auch hier habe ich mir dann wieder ein paar vertrocknete Bäume geschnappt. Und die umgekippt. Fand ich ganz schön. Hier auch zum Beispiel gegen die Felswand.
Und auch unten sollte noch ein Fieder hin, damit die Dinosaurier dort auch hinlaufen. Im unteren Bereich habe ich dann auch noch mal ganz viel Deko gemacht. Bänke, Lampen und, und. Und dann drumherum ganz viel Wald. Dann an den Rändern so ein bisschen mehr Büsche. Und auch hier wieder einiges an Felsen. In den Übergängen zum Weg habe ich dann auch wieder so nochmal so ein paar flachere Bäume gemacht. Sieht dann immer ganz schön aus, wenn es halt so von flachen Bäumen in höhere Bäume übergeht, so am Waldrand. Hier habe ich nochmal so ein paar mehr Felsen gemacht, auch so ineinander. Es geht mittlerweile mit dieser Funktion, dass random Felsen ausgewählt werden, echt recht schnell. Und dann ist ja auch so eine random Rotation, da kann man super schnell irgendwelche Felsformationen erzeugen, ohne viel Aufwand. Aber das, was ich jetzt hier gerade mache, habe ich eigentlich fast überall gemacht, da wo wir gebaut haben, an den Rändern. Habe ich halt hier auch wieder sehr viel rausgeschnitten, weil es halt nicht so spannend ist zum Zuschauen. Aber werdet ihr dann ja später sehen, wenn wir dann eine Parkbesichtigung machen. Dann seht ihr es ja im Endergebnis, wo ich alles überall was platziert habe. Aber jetzt kommt nochmal eine Sache, wo viele gefragt haben, wie ich das immer mache. Das hier ist das Objekt für die unsichtbaren Barrieren. Die mache ich immer an den Stellen rum, wo dann halt das Gehege sein soll. Die Dinger sind super praktisch, weil die lassen auch nichts verschwinden, was man vorher gebaut hat. Und in das Gehege kommen. Fünf Oviraptoren. Alle in relativ heller Farbe mit verschiedenen Farbakzenten. Die sind doch sehr passend. Die bringen wir jetzt mal gemeinsam rüber. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schnell hinbekommen. Müsste aber eigentlich auch so gehen, wie es sonst auch immer geht. Indem wir die einfach markieren. Oh, das ist ja praktisch. Man kann die alle gruppieren und dann gleichzeitig rüberbringen in den Park. So, da sind sie im Gehege angekommen. Aber da die relativ klein sind für das Gehege, also die haben echt viel Platz, kommen da gleich noch zwei weitere hin. Aber da wollte ich... Aber wir gucken uns erstmal das hier schnell an. Oh, die sind so hübsch. Die passen hier perfekt rein in die Landschaft. Aber ich wollte hier halt auch noch weitere Dinos reinmachen, beziehungsweise weitere Oviraptoren. Und dafür wird ihr das Ganze so machen. Nämlich zweimal den Movie-Skin. Die sind ja auch so weiß. Und das soll es jetzt von der ersten Folge aus unserem Park Jurassic Antarctica gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und hier seht ihr noch mal ein paar Cinematic-Aufnahmen.